Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück zu einem neuen Part von Towns. So, es gibt kleine Veränderungen, über die ich wieder mal kurz berichten will, während ich denke, die Musik ist vielleicht doch etwas laut geraten. Und zwar habe ich das Lager erweitert, wie man sieht, aber eigentlich sollten hier die ganze Erde reinfügen, machen das aber nicht, die haben da irgendwie keine Lust drauf gerade. Und zum anderen warte ich gerade auf SimCity und frage mich, warum ich es nicht preloaden darf, obwohl der Preload ist verarsche. Man kann den Launcher schon mal laden, das sind 280 MB über Origin, und dann würde halt eigentlich dieser SimCity Server einspringen, über den man downloadet. Und das finde ich unterirdisch. Kann nicht deren Ernst sein. Naja, und deshalb sitze ich jetzt hier. 164 Holz, dann können wir mal anfangen, hier ein paar Armories noch, Armors zu machen. Jetzt aus Holz ist jetzt auch egal. Interessiert mich gerade nicht besonders. Weil ich will jetzt gleich mal ein bisschen tiefer in die Erde buddeln. Während, okay, 38 Äpfel, 5 Brote. Hat der vorhin nicht gespeichert? Ohne Witz, als ich vorhin ausgemacht hatte, hatte ich noch 95 Brote. Und jetzt habe ich 3. Und ich hatte auch Apple Pies und alles Mögliche noch. Irgendwie bin ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch. 193, da ist richtig, das hatte ich auch abgeerntet. Ist schon ein bisschen merkwürdig gerade. Ernte nochmal ab. Jetzt liegen hier die Sachen alle rum. So, dann hätte ich 350, also 175. Ah, mehr. 175 Mehlsäcke sollte ich erreichen können. Ach ja. SimCity. Dazu fällt mir eigentlich nur noch ein. Komische DLC-Politik. Und US-Server, die nicht funktionieren. Und die EU-Server heute Nacht auch nicht funktionieren. Deshalb mache ich ganz locker nur den Download starten heute Abend. Also um 12 Uhr und dann ist Feierabend. Dann gibt's nichts mehr in die Richtung heute noch zu machen. Weil ich werde auch nicht in der Nacht warten auf den Download und zocken. Da würde ich, glaube ich, wahnsinnig werden bei. Weil wenn ich früh zocken wollen würde, hätte ich gestern mit einem Proxy geladen und wird US-Version zocken, so wie ich das bei XCOM früher auch gemacht habe. Aber gute Nachrichten sind, genau, ich habe nur die Limited Edition jetzt gekauft über MOGA, diesen komischen Keystore, weil ich wollte EA nicht mit der Digital Extreme Deluxe Edition unterstützen, wo dann irgendwelche Haussets dabei sind, die man auch ins Spiel einfach integrieren hätte können. So wie man es halt früher gemacht hat bei solchen Sachen. Weil ich da überhaupt keine, weiß ich nicht, ich habe da gar keinen Respekt mehr vor. Vor allem wurde schon häufiger gesagt, zum Beispiel bei Mass Effect 3, sagen wir mal so als BioWare-Beispiel, die ja auch unter Flagge EA vermarkten, wurde gesagt, ja, Programmierer sind ja schon vorher mit der Arbeit fertig und deshalb haben die dann Zeit schon mal mit dem DLC anzufangen, das zu programmieren. Dass ein DLC auch Grafiken und alles beinhaltet, glaube ich, berücksichtigen dabei gar nicht. Und deshalb wären dann halt schon DLCs zum Release fertig. Und man denkt nur so, bitte was, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Ja klar, müssen die irgendwie beschäftigt werden, obwohl Programmierer, die sind nie fertig. Also man kann immer optimieren. Und da sieht man halt einfach, wo es wegfällt. Keine Ahnung, was ich davon halten soll immer. Naja, jedenfalls habe ich jetzt keine DLCs jetzt drin, außer diesen Schurken- und Helden-Ding, weil der Preis war, glaube ich, 2 Euro Unterschied bei MOGA, als ich das gemacht habe. Und die Digital Extreme Deluxe Edition mit Einstellungssets wollte ich eh nicht, weil mich hat das ja dann total, weiß ich nicht. Mir gefallen die Sets nicht und das kommt noch dazu, mir gefallen die Sets nicht. Das deutsche Set sah aus wie der Vorort von, also irgendein Vorort von Bayern, also
aus dem Bundesland Bayern, was jetzt irgendwie okay, ne? Es mag sein, dass Amerikaner denken, dass Dirndl und Bayern und München und alles die das repräsentative Deutschland sind, aber das ist ja genauso, wir denken als Europäer auch nicht, dass Texas das repräsentative Amerika wäre, wo ich glaube, jeder eine Knarre trägt und keine Ahnung, Öl auf der Straße gebohrt wird und jeder ein Cowboy-Hut trägt. Das wäre klischeehaft. Und genauso sehen uns halt Amerikaner auch klischeehaft. Und deshalb müssen wir jetzt so lächerliche Städtesets bekommen. Und dürfen in eine bayerische Stadt das Brandenburger Tor setzen. Das sind wundervolle Geschichten. Vor allem auch sehr interessant, dass wir eine Schnellbahn, ich glaube Schnellbahn-Magnetbahn ist sogar in SimCity bauen dürfen. Und das ja totaler Schwachsinn ist, weil... Ja, okay, ne, wir haben vielleicht die Magnetbahn irgendwann durchgesetzt, mehr oder weniger hier. Aber problematisch, der Asiat hat sie am Ende gebaut. Irgendwie fehlt schon die Hälfte wieder hier, ich krieg schon wieder einen Rappel. So. Dann machen wir mal 20 hiervon. 20 hiervon, dann haben wir 40 schon verbraucht von denen. Dann bleiben 60, 70. So. Das sollte ja wohl erstmal reichen für die Herrschaften. Vor allem, wenn es denn funktioniert. Was ist das denn? Ach so, Snow Perry. Cherry, Snow Sherry. Ach ja. Machen wir es einfach mal so. Obwohl, ich glaube, ich mache den einfach mal weg. Und mache das so. Und dann immer, wenn das leer ist, dann würde ich einmal neu abernten. Das gar nicht mehr so im Automatismus laufen lassen. So. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Hat mich gefreut, dass das Let's Read so gut ankam von meinem Roman. Hätte ich eigentlich nicht so mit gedacht, weil es ja ein ganz anderes Thema ist und überhaupt nichts mit Gaming zu tun hat. Und ich weiß, dass viele Leute darauf allergisch reagieren, wenn man mal was macht, was nicht mit dem Mainstream vom Channel zu tun hat. Deshalb bin ich da ganz froh drüber, dass ihr da auf jeden Fall mit auf meiner Seite seid. So. Naja, dicken wir mal eine Leiter. Und hoffen wir das Beste, dass ich jetzt nicht meine ganzen Leute töte. Machen wir mal einmal speichern. Und machen wir ein Autosave aus. Machen wir mal auch hier 10. So, sehr schön. Ach, sieht das alles aus hier. Riesenunordnung. Die Leute sind nur unglücklich. Dann haben wir noch jede Menge Räume, die gar nicht besetzt sind, weil die einfach unglücklich sind. Naja, Pech gehabt. Goldene Armor. Sehr schön. Jetzt hat er hier den ersten gemacht.
Und ich hoffe, dass die Helden dann auch gleich kommen werden. Und sich nicht hier irgendwo an allen Ecken tot langweilen werden. Die sollten auch mal ein bisschen Ausrüstung in die Hand nehmen. Ich wünschte auch, ich hatte ein paar andere Typen von Helden. Okay, hier stand auf jeden Fall kein Weg zum Dungeon zu sein. Vielleicht sollten wir auch mal wieder ein paar Soldaten einstellen. Den machen wir zum Soldaten, dann haben wir doch noch einen hier. Genau. Den machen wir auch zum Soldaten. Mit etwas Glück töte ich jetzt nicht alle. Nur weil ich hier ein Loch reinmache und na komm, wo fängt denn der Dungeon an? Kann nicht wahr sein. Okay. Ach, der ist noch da ganz hinten, okay. Die haben alle nichts zu tun. Essen gibt's aber genug, hoffentlich. Sieht auf jeden Fall noch gut aus. Aber guck mal, es sind nur 61 Brote. Das ist so ein hungriger Haufen. Dann bauen wir weiter ab hier unten. Optimal, wie ich nicht in den Dungeon reinbaue. Was bist du denn für einer? Geoffrey Thorn. Du hier. Mhm. Haben wir noch hier so für Helden? Was da kostet mich alles Eisen, was ich nicht habe. Na komm, schlagen wir ein Loch noch hier rein. Oder machen wir es nächstes Mal? Ach, machen wir es einfach. Volles Risiko. Und jetzt hau ab. Geh weg. Alle nach oben. Macht Platz für die Helden. Ah, da kommt der Erste. Auf den Weg zum Abenteuer. Hat sich oben aber keine Ausrüstung genommen. Und kriegt ganz schön auf die Ömme gerade. Und da flieht er schon. Wundervoll. Naja, nimm mal die Leute von hier unten mit. Aber da kommt er schon an den nächsten Helden ran. An, Heinrichen. Hier unten gibt es natürlich einiges mehr zu tun, Leute. Könnt ihr wenigstens mal vernünftig leveln. Oh, ich habe Immigranten bekommen, 2. Ich wünschte nur, dass meine Helden sich auch mal ausrüsten lassen wollen würden. Ah, das sieht schlecht aus. Das ist eine ganz schöne Menge. Komm, flieh.
Nämlich ganz schön viel Schaden, die jetzt der jetzt ausgeteilt wird. So, dann können wir den hier auch zum Soldaten konvertieren mal. Wo will der Held denn hin? Ach, der will da hinten raus. Ja, jetzt kommt hier der Goblin. Meine Soldaten sind keine Ahnung wo. Die schlafen und fressen sich was. Und warum tun sie das? Keine Ahnung. Ach, da sind meine Soldaten. Endlich. Ach, sehr schön. Haben sie die erstmal erledigt. Oh, jetzt kommt auch noch ein Siege. Super. Natürlich ein schlechtes Timing. Naja, Hauptsache ich habe die ganzen Zivilisten hier. Ja, das sah ganz gut aus. Wo mir gerade so einfällt, ich sollte mal hier diese ITE-Chests bauen. Da kommen die ganzen Mineraliengeschichten-Dinger rein. Die ich hier in der Schmiede verwenden könnte. Und der Bauernhändler ist da. Da könnte ich auch mal eben noch. Das ist alles, was du hast. Na, nehme ich wenigstens Bone-Carving-Kram mit. So. Jetzt kämpfen die ganze Zeit gegen irgendwas, was hier von unten kommt, ne? Oh, ich habe 9 Helden. 6 Helden jetzt. Das sieht doch gut aus. Nun gut, machen wir erstmal Feierabend und sagen mal bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Towns. Tschüss.